Die AfD erreicht bei der Landtagswahl in Thüringen laut Hochrechnungen 30,8 bis 33,1% der Stimmen und wird damit stärkste Kraft. Die CDU liegt mit 24,5% deutlich dahinter. Die regierende Linke stürzt ab, das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht kommt aus dem Stand auf über 15%. Die SPD schafft es nur knapp über 7%, während die Grünen mit 4% den Einzug in den Landtag verpassen. Die FDP scheitert klar an der 5%-Hürde. In Sachsen bleibt die CDU knapp vor der AfD, während das BSW auch hier zweistellig abschneidet. In Thüringen bedeutet das AfD-Ergebnis von bis zu 33,1% ihr bisher bestes bei einer Landtagswahl. Die Christdemokraten erreichen dort 24,5%, während die regierende Linke stark verliert und nur noch knapp über 12% kommt. Die SPD und die Grünen erleben ebenfalls herbe Verluste, während die FDP klar scheitert. Die AfD hätte mit 30 Sitzen eine Sperrminorität im Landtag, was eine Regierungsbildung schwierig macht, da keine Partei mit der AfD koalieren will. In Sachsen gewinnt die CDU mit knappem Vorsprung vor der AfD. Die BSW erreicht auch hier auf Anhieb auf rund 12%, während die Linke und die Grünen weiter an Boden verlieren. Ministerpräsident Michael Kretschmer könnte seine Koalition mit SPD und Grünen fortsetzen, sollte sich das Hochrechnungsergebnis bestätigen. Die AfD wurde 2013 als wirtschaftsliberale Partei gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer rechtsextremen Kraft, die in Thüringen und Sachsen besonders stark ist. Die Landtagswahlen in diesen beiden Bundesländern standen wegen des zu erwartenden starken Abschneidens der AfD im Fokus der bundesweiten Aufmerksamkeit. Die neuen Landtage müssen spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammentreten.